Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, es gibt endlich mal gute Nachrichten für politisch Interessierte. Die Zeit der Orientierungslosigkeit ist endlich vorbei. Es geht wieder um Inhalte und um starke Ideen für ein Deutschland mit Substanz. Das ist der neue CDU-Bogen. Das ist das gemeinsame Symbol, wenn Sie so wollen, eine Marke, die entsteht. Wir sehen das auch hier zu Ihrer Rechten. Es geht nach oben. Aufbruch, Erneuerung, Dynamik, Modernität. Das ist entscheidend. Ah, Deutschland hat endlich wieder eine Zukunft, denn die CDU hat einen neuen dynamischen Bogen, der nach oben geht, und eine neue Farbe. Diese hier, das ist die neue Farbe der größten Volkspartei Deutschlands. Und wie heißt diese neue Farbe? Cadenabia Blau. Das sehen wir hier, Cadenabia Blau, eine Türkisfarbe. Das ist unsere neue Farbe. Und eine Ergänzungsfarbe, das ist die andere blaue Farbe, die nennen wir Rhöndorf. Cadenabia Blau, eine Türkisfarbe, und Rhöndorf Türkis als Ergänzungsblau, falls das Deckweiß alle ist. Und das Allerbeste, diese nagelneue Farbe der CDU ist so innovativ, dass es in Europa noch keine einzige Kamera gibt, die sie richtig einfangen kann. Genial! So wird der Technikstandort Deutschland herausgefordert. Das ist das neue Corporate Design der Christlich-Demokratischen Union, vorgestellt von CDU-Generalsekretär Signore Cadenabia Linnemann. Diese Woche stolz und zu Recht selbstbewusst. Und als hätten uns geheime Quellen im Konrad-Adenauer-Haus schon vor Monaten einen brandheißen Tipp gegeben, was für einen ästhetisch-intellektuellen Leckerbissen das politische Berlin diese Woche serviert bekommt. Zufällig haben wir ausgerechnet heute für Sie diese Sendung vorbereitet, denn wir reden heute im ZDF Magazin Royal über PR und Public Marketing für Dinge, die am Ende sind. Also Deutschland oder eben die CDU. Friedrich Merz hat was getan, was nur die Besten können. Er hat seine Partei neu angemalt, und zwar türkis. Er gewinnt jetzt die Zukunft. Jetzt geht's wieder um Inhalte und Themen. Jetzt wird reformiert. Und internationale ExpertInnen sind begeistert. Lieber Friedrich Merz, mit deinen Inhalten und Themen ist der Weg ins Kanzleramt gewiss. Ich finde, die Vorpostwahl ist sehr gelungen. Zwinker. Ja, das gibt's ja gar nicht, das Sebastian Kurz. Aber Sebastian Kurz, bitte nicht verwechseln. Das eine ist Cadenabia Blau-Türkis und deine Farbe ist Ibiza-Türkis-Blau. Mit den Farben kennt sich der Basti aus, und mit dem Kanzleramt auch, oder? Anklage gegen Sebastian Kurz. Österreichs Ex-Kanzler muss wegen möglicher Falschaussage vor Gericht. Von so einem wird man doch gern gelobt für die neue Farbgebung. Zwinker, zwinker. Aber okay, ganz ehrlich. Ich stelle mir als lebenslanger Christdemokrat natürlich jetzt einige Fragen. Was bringt denn diese Cadenabia-blaue Marketingkampagne meiner Union, Herr Merz? Hilft eine fette, teure PR-Kampagne wirklich gegen unsere programmatische, unsere politische Orientierungslosigkeit? Können wir damit wirklich endlich effektiv die Grünen vernichten? Die AfD halbieren? Ja, natürlich ja, denn ich glaube nur an zwei Dinge. An ein ZDF, das frei von politischer Einflussnahme ist, und an Marketing und PR. Marketing und PR lösen alle Probleme und beantworten selbst die schwierigsten Fragen. Wie geht Christdemokratie im Windschatten des erfolgreichen Rechtsextremismus? Und was ist eigentlich mit Deutschland? Wer wollen wir sein? Und wenn ja, wie viele? Was für eine Gesellschaft soll das hier eigentlich abbilden? So eine Hafermilchgesellschaft, so eine Guaven-Dicksaft-Truppe. Dieser italienische Juice-Dick hat natürlich völlig recht. Und den Mut ist einfach mal auszusprechen. Nicht nur die CDU, nein, ganz Deutschland hat ein Identitätsproblem. Wer sind wir? Wo wollen wir hin als Land? Und was the heck ist eine Guave? Eine Guave, meine Damen und Herren, ist das hier. Nicht zu verwechseln mit einer Agave, die wiederum nicht zu verwechseln ist mit einer sogenannten Oktave. Das sind drei völlig verschiedene Tiere, mein lieber Markus. Die CDU ist jetzt endlich Cadenabia Türkis und weiß wieder, wer sie ist. Aber Deutschland weiß es leider nicht. Und deswegen brauchen wir die Schlausten, unsere Klügsten, unsere Denkelite. Wir brauchen Menschen, denen wir eine Menge Geld geben können, damit sie uns sagen, wo es hingehen soll mit Deutschland, mit uns. Wir brauchen PR-Genies, wir brauchen Public Marketing. Leidenschaftliche PR hat es schon mal geschafft, Deutschland ein völlig neues Image zu verpassen. Im September 2005, vor genau 18 Jahren, haben die Bertelsmann AG und die Werbeagentur Jung von Matt Deutschland ganz neu gedacht, mit der Kraft des Marketings. Du bist das Wunder von Deutschland. Ein Schmetterling kann einen Taifun auslösen.
Der Windstoß, der durch seinen Flügelschlag verdrängt wird, entwurzelt vielleicht ein paar Kilometer weiter Bäume. Ich habe zwar nur die Hälfte verstanden, aber wenn sich ein Land mit der Forrest Gump-Titelmelodie der Welt vorstellt, dann will es sicher sagen, Deutschland ist wie eine Schachtel Pralinen. Überwiegend braun, vor allem für alte Leute gemacht und überraschend viel Alkohol drin. Und vielleicht sollten wir alle mal einen AIDS-Test machen wegen Jenny. Du bist Deutschland. Mit der Du bist Deutschland-Kampagne haben wir uns 2005 endlich wieder an den Patriotismus rangewagt. Endlich durften wir wieder echte, deutsche, stolze Tränen bei der Nationalhymne weinen. Endlich wieder Fahnen schwenken ohne schlechtes Gewissen. Die Initiative Du bist Deutschland plädiert mit Anzeigen und Spots für Weltoffenheit, Engagement und Optimismus. Ausgerechnet der Slogan fand allerdings schon einmal Verwendung als Agitationsspruch der Nazis. Ja, Nazis, Nazis, Nazis. Böhmermann, leg mal eine neue Platte auf. Okay, aber beantworte du mir dann doch mal bitte folgende Fragen. Warum kommen dir Freudentränen, wenn du die Farbe Cadenabia Türkis siehst? Warum macht dein Herz einen Luftsprung, wenn Olaf Scholz lächelt? Und warum feuerst du dann deine Mannschaft im Stadion an, wenn deine Stimme so unwichtig ist? Wieso schwenkst du Fahnen, während Schumacher seine Runden dreht? Du kennst die Antwort. Weil aus deiner Flagge viele werden. Wir sind 82 Millionen. Mach mal uns die Hände schmutz. Du bist die Hand. Du bist 82 Millionen. Du bist Deutschland. Schlage mit deinen Flügeln und reiß Bäume aus. Du bist die Flügel. Du bist der Baum. Du bist Deutschland. Klingt wie eine Beleidigung, aber war wohl ernst gemeint. Diese Marketingkampagne war vor 18 Jahren der Schmetterling, der den Taifun auslöste, den wir heute das Sommermärchen nennen, das zurzeit bei 21% in den Umfragen steht. ZDF-Umfrage. AfD deutlich zweitstärkste Kraft. Einfach mal Danke an alle, die vor 18 Jahren mitgemacht haben. Endlich konnten wir der Welt zeigen, wer wir Deutschen wirklich sind. Wir haben Mut zur Wahrheit. Wir reflektieren und recherchieren. Wir haben feinsinnigen Humor und sportlichen Erfolg. Aber jetzt im Jahr 2023 muss das Du bist Deutschland, Deutschland endlich erwachsen werden. Es ist Zeitenwende, Klimakrise, die Brandmauern brennen nieder. Welches Deutschland wollen wir heute sein in der Welt? Und wieder können wir uns auf die Klügsten der Klugen verlassen. Wir sind noch immer das Land der Dichter und Denker. Und Dichter und Denker, die arbeiten zum Glück inzwischen alle in Marketing und PR. Hey, German PR Geniuses, for example, what is your take on the wonderful German Bundesland of NRW? What? NRW, that's North Rhine-Westphalia in Germany. The ideal location for the future of your business, right in the middle of Europe. Digital transformation is really changing the game here. Also smart manufacturing. Robots are caring for many things, like Paul. Well, almost like Paul. Danke, Paul. Sobald uns Maschinen eines Tages Kaffee machen können, bist du weg vom Fenster. Dann warst du Deutschland. Ja, ja, der echte deutsche Arbeiter mit stabiler Quarzlunge, der die Filter seiner Kippen abbeißt, bevor er sich zur Mittagspause das achte Mettbrötchen mit Zwiebel in die Arterien drückt. Der stirbt nämlich aus in Nordrhein-Westfalia in Germany. NRW lässt in seinen genialen Marketingkampagnen moderne Roboter das Steigerlied singen. Und wo, NRW, bleiben da die Menschen? Wir sind mehr als 5 Millionen Menschen. Über 150.000 Unternehmen. 200 Kulturen. Wir sind nicht nur eine Stadt. Wir sind 53 Städte. Wir sind eine Metropole. Wir sind die Stadt der Städte. Metropole Ruhr. Metropole Ruhr. Bodenständiges Marketing für die Metropole Ruhr. 53.000 Städte, 800.000 Millionen Autofahrer, jeden Werktag auf der A42, 100 Milliarden Bundesliga-Vereine und 2 Kochlöffel-Filialen. Das sind unterm Strich 200 Kulturen. Wir haben 198 Kulturen mehr als der Almigurt von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an, außer vielleicht er hier. Heimat, Metropole Ruhr oder Hollywood? Beides. Genau, Micky Beisenherz. Modernes Deutschland-Marketing stellt ganz konkret die Besonderheiten und die spezifischen Eigenarten jeder Region in Deutschland heraus. Bremen ist Hochtechnologiestandort. Zahlreiche wissenschaftliche Institute und Unternehmen forschen an neuesten Technologien in der Robotik, künstlichen Intelligenz oder erneuerbaren Energien. Schleswig-Holstein, der echte Norden.
Mittendrin weltweit erfolgreiche Unternehmen, echte Zukunftsbranchen und eine aktive Wissenschafts- und Forschungslandschaft. Als Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg GmbH vernetzen wir Menschen und Unternehmen, Wissenschaft und Kommunen mit ihrem Können und Wissen, ihren Kompetenzen und Ideen. Metropolregional, national und international. Zwei Dinge. Erstens, wie bitte? Es gibt eine Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg? Das sind vier Städte, die haben ungefähr so viel miteinander zu tun wie Agave, Guave, Algarve und Oktave. Und die reimen sich wenigstens. Und zweitens... Darf ich eure Kuh töten? Ja, gerne, Frank. Wenn das die tote Kuh oder Bremen oder Schleswig-Holstein oder wenigstens am Ende Deutschland zum Wirtschaftsstandort Nummer 1 macht, natürlich. Modernes Marketing sieht Deutschland als seelenlosen Hochtechnologieangeber mit metropolregionalem Zukunftsbranchenroboter. Na klar. Wo ist denn da die weltbekannte deutsche Bodenständigkeit geblieben? Unsere legendäre, in der Welt berühmte Menschlichkeit. Das Herz, das ließe sich doch super vermarkten in der Welt. Mecklenburg-Vorpommern, muss ich dazu sagen, ist der Landesteil gewesen, in dem ich als junger Schauspieler an der Volksbühne meine Urlaube verbracht habe. Ja. Sowas könnte einem ein Roboter niemals erzählen. Mecklenburg-Vorpommern positioniert sich clever in der Welt als das deutsche Bundesland, an das sich die Menschen gerne erinnern, weil sie auf dem Weg nach Westpolen da früher mal eine Sanifair-Toilette verwüstet haben. Und der coole Slogan von Mecklenburg-Vorpommern lautet MV tut gut. Und diese spritzige Kampagne kostet die Menschen in Deutschlands am dümmsten besiedelten Bundesland schlappe 2,3 Millionen Euro. Und das nur in diesem Jahr. Die alte PR-Kampagne von MacPom war wesentlich günstiger, aber der Slogan kam irgendwie nicht so gut im Ausland an. Okay, wie kommen wir jetzt von offener Ausländerfeindlichkeit marketingmäßig rüber zu einem Land, das natürlich nichts damit zu tun haben möchte, also mit Ausländern? Richtig, Baden-Württemberg. Wenn über Baden-Württemberg die Sonne aufgeht, scheint sie auf Tannenspitzen und Spitzenunternehmen. Baden-Württemberg, das deutsche Bundesland, in dem windige Zauselbart-Zauberer kleine Kinder in dunkle Wälder entführen. Und pst, seid bitte still, die Sonne geht auf, uns könnte jemand sehen oder hören. Viel Erfolg mit dieser Kampagne. Die Maßnahmen der Kampagne in 2022 waren dabei schwerpunktmäßig auf den Zielmarkt Indien ausgerichtet. Okay, weird. In Baden-Württemberg glaubt man also, dass Saruman der Kinderfänger in Indien gut ankommt. Geht's vielleicht noch ein bisschen internationaler? Baden-Württemberg. The Land. Ja! Warum sich nicht einfach The Land nennen? The Land! Land. Wobei Baden-Württemberg das T und das F reinkommen und wie viele überhaupt, das kann sich sowieso keiner merken. Dann doch lieber gleich The Land! Nach Angaben des Staatsministeriums kostet die Werbekampagne insgesamt 21 Millionen Euro. 21 Millionen. Fast so viele Kulturen gibt's in der Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg. The Land. Schön und gut. Aber was ist denn jetzt bitte Deutschland? Wer sind wir? Wer wollen wir sein? Und wo in der Welt sieht sich eigentlich das Erzgebirge? Aber das Erzgebirge, das ist am Arsch der Welt. Da stehst du einfach dort, mitten in der Prärie wie in Kanada. Und es ist wunderschön, zum Kotzen schön. Ja, Deutschland erfindet sich neu, aber der Markenkern bleibt. Es ist immer noch zum Kotzen. Aber dieses Mal, weil es so schön ist. Sie denken jetzt vielleicht, ey, Marketing und PR-Fuzzis, jetzt macht mal bitte einen Punkt, es reicht. Passen Sie auf, was Sie sich wünschen, weil die machen das dann auch und nicht nur einmal. Niedersachsen. Klar. Niederrhein. So gut, so weit. Erzgebirge. Gedacht, gemacht. Echt stark. Oberfranken. Landkreis Dahme-Spreewald. Einzigartige Natur. Starke Wirtschaft. Was? Punkt zur Punkt. Hölle Punkt. Sollen Punkt die Punkt. Ganzen Punkte. Punkt. Fragezeichen. Punkt. Wir sind doch nicht beim Samtzieher. Sondern, was haben wir hier? Nice Leute, nice Landschaft, nices Essen. Wie Instagram in echt. Rheinland-Pfalz will sein wie Instagram, aber in echt. Ey, Rheinland-Pfalz, bist du dir sicher? Was soll das denn heißen?
Ein Land mit unrealistischem Fotofilter, aufdringlichen Sexbots, alles voll El Hotzo-Tweets und immer 3 Wochen hinter TikTok her. Und ist das wirklich Rheinland-Pfalz? Nein, das ist Rheinland-Pfalz. Und jetzt lassen wir die ganze Geschichte durch. Wenn ihr das ganze Fleisch gewolft habt, könnt ihr den vorhin aufgehobenen Fleischsaft dazugeben. Ja, also wenn ihr den fein aufgehobenen Fleischsaft nicht schon längst getrunken habt, ihr kleinen Schlägermäulchen. Pfälzer Plattensaft, Rheinland-Pfalz. Wir essen, Punkt, was im Erzgebirge gekotzt wird, Punkt. Aber Moment mal ganz kurz. Das ist doch gar keine echte Pfälzer Platte. Warum ist denn da zur Hölle bitte eine Erdbeere? Erdbeeren auf der guten Pfälzer Platte. Aber Moment mal, welche Farbe hat diese Erdbeere, Carsten Lennemann? Ist es Hasloch-Pink, Worms-Velvet, Kuselrot, Kaiserslautern, Burgund? Und schauen Sie mal, wie optimistisch diese Wurst sich nach dieser dynamische Schwung. Es geht bergauf mit Rheinland-Pfalz. Der dynamische Pfalzbogen. Hätte Konrad Adenauer sowas gegessen? Mhm. Und dann stellen wir uns vielleicht noch mal die Frage, ob das wirklich die Dinge sind, um die es eigentlich gerade geht. Ja, das haben wir doch gemacht, Richard David. Wir haben uns wirklich durch alle PR- und Marketingkampagnen deutscher Metropolregionen, Landkreise und Bundesländer gebinged. Es war eine Hölle. Aber was Deutschland jetzt genau sein soll, wir wissen es immer noch nicht. Raten Sie doch mal, um welches Bundesland geht es zum Beispiel hier? Na, welches Bundesland war das? Hm? Richtig, dieses Bundesland gibt es natürlich gar nicht, beziehungsweise jedes Bundesland ist dieses Bundesland. Dieses Stock-Footage-Massaker ist ein Zusammenschnitt aus den echten PR-Videos von Berlin, Bremen, Sylt, Bayern, Stuttgart, Schwarzwald. Wir können froh sein, dass nicht noch der georgische Präsidentenpalast aus Versehen mit reingemischt wurde. Und im Marketing-Exzellenzstandort Deutschland geht es immer noch ein bisschen besser. Achtung, Triggerwarnung! Sonnenschein nach Brandenburg, denn jeder will dahin, jeder will dahin, jeder will dahin, JBD. Jeder will dahin, jeder will dahin, jeder will dahin, JBD. Berlin ist echt schön, aber Brandenburg ist wunderbar. Von der Lausitz über Barnim bis zur Uckermark. Von der Havel bis Pazaro zum Scharmützelsee. Fühlt sich an, als würde man im Garten Eden stehen. Für manche ist es Heimat, für die anderen ein Kurort. Spart dir den Flug nach Thailand, mach in Brandenburg mal Urlaub. Weißt du jetzt, warum ich echt diesen Fleck hier so lieb? Nicht ohne Grund steht bei uns seine Tesla-Fabrik. Ich habe Fragen, Brandenburg. Ich habe viele Fragen. Wie sehen bei euch eigentlich die Hühner aus zum Beispiel? Oder warum fahren bei euch Taxis in der Farbe Pyongyang rot? Und wenn man sich schon Klischee-Asiaten wie in 80er-Jahre-Kinokomödien in den Werbespot setzt, warum stellt man nicht gleich einen Kontrabass dazu? Und seit wann können The Boss Hoss eigentlich Kartoffeln schälen? Und wieso hat der Oldtimer ein Elektronummernschild? Und warum arbeiten die einzigen beiden grünen WählerInnen, die sich noch trauen, in Brandenburg zu leben, an einem Bach, wo es keinen Strom für ihre Laptops gibt? Und vor allen Dingen, hätten Sie den Podcast-Zeitkick von Tommy Schmidt erkannt? Ich nicht. Brandenburg ist Deutschland und Deutschland ist offensichtlich lost, wenn wir das danach beurteilen, was unsere Marketing- und PR-Genies für einen Mist an Metropolregionen, Bundesländer, Städte und Parteien verkaufen. Irgendwas mit Vögeln oder Zukunft und dynamischen Kurven, spritzigen neuen Farben, Dialekten, einer Prise Innovation, 2 Schaufeln Hochtechnologie, ein bisschen frech, aber nicht zu frech. Wir wollen ja niemanden verschrecken. Ein bisschen Wurst, ein paar charakterlose, serifenlose Fonts drüber knallen, ganz viel Stock-Footage, vielleicht aus Georgien, ein englischer Slogan, der nach Diversität riecht, aber gar keine Diversität aussagt, vielleicht ein Rap, aber auf jeden Fall ganz Punkt, viele Punkt, Satzzeichen, Punkt, Komma, Strich und das Ganze glasiert mit einer ordentlichen Portion Weltoffenheit. Zack, fertig. Kommt nach Deutschland, liebe Facharbeiterinnen und Facharbeiter, das Land, das seine politischen Probleme tiefenwirksam löst, mit PR und Marketing. Nur eins bitte nie vergessen. ZDF-Umfrage.
AfD deutlich zweitstärkste Kraft. Denn wir Deutschen, liebe ausländische Investorinnen und Investoren, wir wollen zwar euer Geld ganz dringend, aber können leider auch nach all den Jahren und trotz all der Millionen Euros, die wir für unsere hochglänzenden Public Marketing und PR-Kampagnen ausgeben, nicht verstecken, was wir von euch Ausländern wirklich halten. Wir haben uns als Ampelkoalition ein klares Ziel gesetzt. Wir wollen die irreguläre Migration reduzieren und reguläre Migration ermöglichen. Und entsprechend handeln wir auch. Wir haben deshalb auch im Koalitionsvertrag eine Rückführungsoffensive vereinbart. Die Daumen sind gedrückt, Horst Seehofer. Ja, ja, Deutschland, 18 Jahre nach Du bist Deutschland, bist du nicht nur Deutschland geblieben, sondern du bist noch viel mehr Deutschland geworden. Wir sind uns endlich alle einig. Deine Zukunft, Deutschland, sieht rosig aus. Oder Cabanossi Türkis und Rhönrad Blö. Wir müssen nur ganz fest an die Kraft der PR-Kampagnen glauben, die wir selber in Auftrag gegeben haben. Hier, 3 Brandmauern gegen Misserfolg. 3 Deutschlandstriche für den fast vollen Zukunftsempfang. Und dieser Schwung, der sagt, wir gewinnen die Zukunft. Aber was heißt das? Hier, was heißt das? Hier, das ist das AfD-Logo. Schreckliches Design. Typisch Rechtsextreme. Aber unserem externen Chefredakteur Mausraster ist da was aufgefallen. Schauen Sie mal. Der neue dynamische CDU-Bogen und der alte alternative Deutschland-Pfeil. Wir verändern nichts an den beiden Logos, weder den Winkel noch sonst irgendwas. Gucken Sie mal, was passiert, wenn man das zusammenschießt. Ich glaube, wir haben das fehlende Puzzleteil gefunden. Da ist sie doch, die Brandmauer. Hey, du bist der dynamische Bogen. Du bist die Halfpipe, auf der der Deutschland-Pfeil in Obersalzberg-Rot einen 180 in Richtung Zukunft flippt. Du bist der Schmetterling, flatter, flatter. Und wenn du nicht langsam mal mit den Flügeln schlägst, sondern versuchst, die Arbeit an PR-Heinis outzusourcen, dann fällt der deutsche Baum einfach demnächst um, ja. Und damit können wir auch die zentrale Frage des heutigen Abends ganz klar beantworten. Lösen PR und Marketing unsere politischen Probleme? Auf jeden Fall. Ja klar, so gewinnen wir die Zukunft.